Meine Damen und Herren, ich darf aus aller Herren Länder, die Sie sich hier versammelt haben, am Hauptplatz in Melk, ich darf Sie recht herzlich hier bei uns begrüßen. Ganz herzlich möchte ich natürlich gleich einmal begrüßen die ganze Damen, alle Damen und Herren aus Herrieden. Ja? Und zwar, ich muss sagen, also das ist südwestlich von Nürnberg. Also für alle Österreicher, die nicht genau wissen, ja, es ist in Bayern, ja, aber eigentlich sind es schon Franken. Also herzlich willkommen hier bei der 40 Jahre Städtefreundschaft in Melk, meine Damen und Herren. Zwei amtierende Bürgermeister sitzen schon vor mir und ich darf euch einmal recht herzlich gratulieren, aber vorher möchte ich natürlich ein bisschen in die Geschichte eingehen und ein bisschen fragen, wie das Ganze entstanden ist. Diese Rubin-Hochzeit, wir haben jetzt insgesamt 40 Jahre von dieser tollen Städtefreundschaft, sind schon abgelaufen. Und wer passt da am besten natürlich her, oder wer würde das am besten wissen, nämlich die Altbürgermeister. Und da darf ich jetzt zu mir heraufbitten, den Werner Herzog, den Helmut Sommer und dann auch den Herrn Thomas Hinrich. 40 Jahre Städtepartnerschaft. Warum ist es eigentlich diese Partnerschaft so wichtig gewesen? Ja, es ging eigentlich darum, dass man auf der europäischen Ebene sich bemüht hat, Verbindungen zu schaffen. Das war von den Staaten gewünscht in der EU damals. Und man überlegte, wo kann man eine Partnerschaft machen. Viele von uns in Deutschland haben Partnerschaften mit Frankreich gemacht, im großen Umfang. Aber wir haben uns überlegt, vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit. Und das könnte ich jetzt auch gleich beantworten. Der Jahresbericht 114 hat enthalten die Verbindung Melk-Herrieden. Und unser Kreisheimatpfleger hat gesagt, es wäre eigentlich einmal zu prüfen, die Verbindung und das alles läuft. Und dann habe ich 1974 einen Brief an den damaligen Bürgermeister Wedel geschrieben. Der hat dann auch geantwortet, dass das geprüft wird. Dann war der Wedel weg, dann kam der Zeilinger, der hat es auch aufgerufen als Bürgermeister und dann kam Böck. Und unter Böck ist es dann schließlich gelungen, dass wir zu einer Partnerschaft gekommen sind. Sommer, Altbürgermeister von Melk, also ein Altbürgermeister von Melk. Ja, meine Damen und Herren, Melk hat natürlich zu dieser Zeit erstens einmal keine Partnerschaft gehabt. Zweitens einmal war die Überlegung, hat es eine Gruppe gegeben, vor allem war das der Kriegerverein und der Kameradschaftsbund. Und die haben einmal die Linie vorgegeben. Und für die Stadt selber war das natürlich eine sehr gute Sache. Erstens einmal, weil man dann mit dem eigenen Tellerrand hinaussieht, man hat die eigene Sprache, man hat, wie man gesehen hat, Leute, die weltoffen sind und die selber Kontakte wollen. Und insofern ist es, glaube ich, auch sehr gut gewesen, dass man einen Jugendaustausch organisiert hat, dass diese Partnerschaft weiterlebt und weiterleben kann. So, dann darf ich gleich bitten, das Mikrofon weiterzugeben an den Thomas Wittrich. Ja, liebe Freunde aus Herrieden und Melk, liebe Gäste, liebe Kollegen. Ja, was war das Wichtigste und in diesem Sinne ist die menschliche Begegnung. Wenn wir heute Krieg haben in Europa, dann ist die Begegnung der Menschen untereinander das Wesentlichste, um auch Frieden dauerhaft zu sichern, das denke ich mir. Und man kann auch über den Tellerrand blicken, wenn es selbst ins Ausland geht und nach Franken geht oder nach Deutschland geht. Das betrifft dann den Kopf, aber es betrifft auch das Herz. Und das war wichtig, die Begegnung der Menschen untereinander. So, dann werde ich jedem von Ihnen noch eine einzelne Frage stellen, meine Damen und Herren, ja, an den Werner Herzog, den Bürgermeister von Herrieden. Sie sind der Gründervater dieser Partnerschaft gewesen und Sie wissen sicher, wie ist es eigentlich zu dem Ganzen gekommen. Ja? Was sind Ihre tollen Erinnerungen daran? Ja, es war sicherlich hochinteressant, damals die ersten Verbindungen zu schaffen. Und die ersten Beziehungen zu Bürgermeister Böck, den damaligen Stadträten, waren von einer besonderen Freude und Freundschaft geprägt. Wir haben sofort gemerkt,
Die Belgier sind ganz nette Leute. Mit denen kann man was anfangen. Wenn eine Partnerschaft, dann mit Melk. Weil wir kennen alle ein bisschen Österreichisch und die Österreicher kennen ein bisschen Deutsch. Und haut es einfach besser hin, als wie wenn man ewig rumkacken muss mit einem Franzosen. Ja, da haben wir leider wieder Offizien gegen rechts beim Ländermensch, aber das ist kein Problem. Corona war auch da. So, dann eine Frage an Sie, Helmut Sommer. Nachdem Herr Böck, haben Sie die Agenten übernommen in Welt und haben die Partnerschaft sehr, sehr erfolgreich da weitergeführt. Was waren Ihre besonderen Momente, Ihre Erinnerungen? Was ich noch anmerken möchte oder hier erwähnen möchte, ist die Hochwasserhilfe, die wir seitens von Herrn Ritten bekommen haben, anlässlich des Hochwassers 2002. Das waren etwa 11.000 Euro, soweit ich mich erinnere. Das haben wir verteilt mit den Feuerwehren, kann man danken, an wirklich betroffene Leute. Dafür möchte ich auch hier herzlich bedanken. Ein wirklicher Höhepunkt war dann der Besuch in Bockau. Über Vermittlung auch von Herrn Ritten haben wir die Gelegenheit gehabt, zur Wiedervereinigungsfeier in Bockau im Erzgebirge teilzunehmen. Also was wir dort erleben durften, das war wirklich menschlich sehr berührend. Einerseits der Aufbruch, andererseits die Abrechnung mit der Vergangenheit. Ein Gottesdienst am nächsten Tag in der Lutherkirche an einem Sonntag, wo man gesehen hat, welche Rolle die Kirche dort gespielt hat. Also der Pfarrer hat wirklich alle gekannt. Also einer, der bei uns mit war, nämlich der Herr Vizebürgermeister Rücker, der hat gesagt, naja, wenn wir diesen Pfarrer hätten, kann er da jetzt also die Kirche. Ja, das Wesentlichste sind ja die Personen, die handelnden Personen, das sind die Personen, die den Jugendaustausch gefördert haben. Die Jugendlichen, die Eltern und alle, die dazu beigetragen haben, dass der Jugendaustausch immer zustande gekommen ist. Das ist eigentlich das Herzstück gewesen, so sehe ich das. Und alle, die dazu beigetragen haben, in der Verwaltung oder in der Politik, ja, das war einfach wichtig, dass dieses Herz auch wirklich schlägt und dass man da auch das spürt. Der zweite Punkt war, an den ich mich besonders erinnern darf, der Kontakt der Vereine untereinander, der Menschen, das Gefühl zueinander vertraut zu sein, sich wohlzufühlen, egal ob man in Melk oder in Herr Ritten ist oder in Herr Ritten und Melk ist, das ist eigentlich das Schönste gewesen. Und da danke ich allen, die dazu beigetragen haben, von den Eltern, über die Jugendlichen, die heute schon erwachsen sind, von allen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen in der heutigen Zeit und das soll ja nicht so sein. Ein herzliches Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir werden die kleinen Herrschaften gerne selbstverständlich danken nochmals. Thank you.
auch sind mit einem Gedicht über die stete Freundschaft Melk hierin. So, euch darf ich um den Wald zu bitten und das ist nochmal euer Riesenapplaus. Kindervolkstanzgruppe Melk. Ich darf euch zwei jetzt heraufbitten, meine Damen und Herren, und natürlich unsere Gäste, unsere Ladies First, Dorina Jechnerer, die amtierende Bürgermeister von Herrieden in Bayern oder in Franken. Jetzt gleich einmal an euch beide die Frage gleichzeitig gestellt. Natürlich bitte nur um einzelne Antworten. Was erwartet euch nach 40 Jahren Städtefreundschaft jetzt? Wie geht's weiter? Gut, ich darf nochmal alle sehr herzlich willkommen heißen hier am Melker Hauptplatz. Schön, so viele Gäste in Melk zu haben aus unserer Region, aber vor allem heute, und das Besondere, aus Herrieden, aus unserer Partnerstadt. Unsere Vorgänger, Bürgermeister, haben ja schon einiges erzählt von den letzten 40 Jahren, die wir leben durften hier in Melk und bei euch in Herrieden. Ich möchte aber auch ganz herzlich begrüßen Gäste aus eurer zusätzlichen Partnerstadt, nämlich aus Bockau. Das ist mir eine besondere Freude, auch Bockau-Gäste in Melk zu haben. Herzlich willkommen.
Ja, was erwartet uns? Das war deine Frage. Ich meine, es ist natürlich immer schwer, in große Fußstapfen zu treten. Man übernimmt eine Funktion, man übernimmt ein Amt und dann schaut man natürlich zu Beginn einmal, was war denn alles in der Geschichte. Und das Schönste sozusagen... Frage gleich an dich, was hast du im Geschichtsunterricht gehabt? Nein, Geschichtsunterricht, da fragst du mich besser nicht, das habe ich heute Vormittag schon gesagt bei der Stadtführung. Aber reden wir nicht über Geschichtsunterricht, reden wir nicht über die Schule, sondern reden wir über das politische Amt. Das ist mir ein bisschen lieber. Also das Schönste sozusagen in der Geschichte, wenn man nachblickt und wenn man dann schaut, was ist denn vor 40 Jahren, was war denn alles so in den Vorjahren. Es macht mir wirklich Spaß und ich bin jetzt 20 Jahre kommunalpolitisch tätig, habe sehr jung angefangen und war wirklich schon sehr früh auch in Herrieden unterwegs. Und was wirklich schön ist, ist, dass es uns gelungen ist, beiden im Vorjahr zu der Jugendpartnerschaft, zum Jugendaustausch und zu unserer Städtepartnerschaft jetzt auch eine Schulpartnerschaft zu initiieren. Und da darf ich mich bei dir, liebe Dorina, sehr herzlich bedanken, dass wir gemeinsam unsere Schulleitungen überzeugen konnten, dass diese Schulpartnerschaft etwas ist, wo wir noch früher die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen zusammenbringen können. Und diese Schulpartnerschaft sieht derzeit so aus, dass die Realschule in Herrieden und unsere Mittelschule in Melk und auch der Jugend und auch die Nachmittagsbetreuung in einen stetigen Austausch stecken. Sie schreiben sich Briefe, in der heutigen Zeit, in der Zeit der Digitalisierung, schreibt man sich auch E-Mails und sie sind so im Austausch. Aber ich glaube, da kannst du noch ein bisschen was sagen, es ist noch mehr geplant in der Schulpartnerschaft, das was mich wirklich freut. Und ich glaube, das Wichtige, das was wir heuer ja schon gezeigt haben, auf deine Initiative möchte ich es auch sagen, dass wir nicht nur alle 5 Jahre ein Jubiläum feiern, mit 3 Tage Festakt, sondern wir haben das heurige Jahr in ein Jubiläumsjahr gesteckt. Und wir haben heuer im März bereits begonnen mit einem gemeinsamen Skirennen am Jauerling. Aber das ist jetzt beim Skifahren, da können wir stolz sein in Österreich. Dafür haben wir im zweiten Teil auch ein Länderspiel absolviert im Fußball. Da haben wir nämlich 6-0 und 8-0, glaube ich, verloren. Aber das macht nichts, der Spaß war dabei und die Gaudi. Also wir haben viele Vereinsaktivitäten absolviert. Auch heute die Schützen. Ich war draußen und habe auf dieser Jubiläumsplatte schießen dürfen. Bei der Feuerwehr, und das freut mich auch ganz besonders, auch im Freiwilligen Feuerwehrwesen und beim Roten Kreuz, ist weiterhin die Partnerschaft gegeben. Da gab es ein Marienwettessen, Marienknödelwettessen. Zu deiner Frage nochmal zurück, wo geht es in Zukunft hin? Wir wollen gemeinsam die Partnerschaft verstärken, dass wirklich jährlich da ein Austausch stattfindet. Es gibt ja viele Familien, die Freundschaften geknüpft haben. Ich habe schon gehört, es gibt Taufpartnerschaften, 4 Partnerschaften. Das ist wirklich was Tolles und das ist unser Ziel. Ja, vielen Dank, lieber Patrick. Zunächst auch mal ein herzliches Grüß Gott an alle hier versammelten Gäste, liebe Freundinnen und Freunde aus Melk. Wir freuen uns sehr, hier Gast sein zu dürfen. Es ist ein ganz wunderbares Wochenende. Wir genießen eure Gastfreundschaft sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Nach der Zukunft möchte ich zuerst noch mal einen kurzen Blick in die Vergangenheit richten und meinen großen Respekt und auch meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen an unsere Vorgänger, an all die Menschen in Herrieden und in Melk, die über 40 Jahre lang diese Partnerschaft gepflegt haben. Das eine ist nämlich, eine Urkunde zu unterzeichnen, und wir werden heuer im September dann auch diese Urkunde erneut unterzeichnen. Das andere ist aber, so eine Partnerschaft mit Leben zu füllen. Und das ist in den vergangenen 40 Jahren wirklich auf ganz hervorragende Weise gelungen. Und das ist das Verdienst der Personen, der Menschen in Herrieden und in Melk, die eben diese Freundschaft, und das ist es wirklich, gepflegt haben. Ich darf mich an der Stelle auch ganz herzlich bei dir bedanken, Patrick. Wir kennen uns noch nicht so lange, noch keine 40 Jahre, aber es ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Es ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, bei euch zu sein. Und ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam diese Partnerschaft auch in die Zukunft führen dürfen. Was ist für uns da wichtig? Ich denke, da gibt uns die Partnerschaftsurkunde eigentlich den Fahrplan. Wir haben uns in dieser Unterzeichnung unsere Vorgänger verpflichtet, auf allen Gebieten den Austausch zwischen Bürgern unserer Städte zu unterstützen und durch gegenseitiges Verstehen das Gefühl der europäischen Verbundenheit wachzuhalten.
Und ich denke, wir alle sehen angesichts der globalen Entwicklungen, wie zerbrechlich Sicherheit und Frieden auch bei uns in Europa ist. So haben wir uns das im letzten Jahr bis Februar 2022 nicht vorstellen können. Und daher denke ich, kommen diesen Partnerschaften, diesen Städtepartnerschaften in den europäischen Nachbarländern eine ganz besondere Bedeutung zu. Es geht eben darum, eine starke europäische Einheit wirklich zu leben, eine gute Nachbarschaft zu pflegen und ja, persönliche Freundschaften zu knüpfen, zu intensivieren und das über die Generationen hinweg aufzutragen. Denn das ist ein Garant für Sicherheit und Frieden in Europa und daran wollen wir alle gemeinsam bauen mit großem Engagement. Das sollte uns sehr wichtig sein. Okay, herzliches Dankeschön mal an dich, Corinna. Ja, du hast es gesagt, Partnerschaft mit Leben zu erfüllen, das ist sehr, sehr wichtig. Was habt ihr für Projekte? Ihr werdet es ja schon ein bisschen geschmiedet haben. Was gibt es für Projekte? Darf man da schon ein bisschen was erfahren? Ja, ich habe zuerst schon ein bisschen was vorweggenommen. Also wirklich diese Freude, dass jetzt diese Schulpartnerschaft gelungen ist. Aber es soll auch weitergehen mit dem Jugendaustausch. Übernächste Woche besuchen uns wieder 15, 16 Kinder in unserer Stadt, die bei uns bei Gasteltern wieder untergebracht sind. Mein Sohn ist nach Hause gekommen vor 4 Monaten, er ist jetzt 10 und hat gesagt, du Papa, bei uns war jetzt jemand in der Klasse, der Werbung macht für einen Jugendaustausch. Sag ich, nein, nicht, hör auf, Herr Rien, sagt er, ja Papa, ich möchte jetzt auch dabei sein. Und die Schwierigkeit war dann sozusagen, wir haben versucht, ein gleichaltriges Kind zu suchen, und wir haben geschaut, wer ist denn auf der Liste mit dabei mit 10 Jahren. Und wir haben entdeckt, es gibt nur 2 Zwillingsburschen. Jetzt haben wir 2 Kinder. Übernächste Woche, macht nichts, wir freuen uns schon drauf. Vor 14 Tagen dürfen wir die 2 Burschen, den Florian und den Benedikt, kennenlernen. Und ich habe mit der Mutter ein bisschen geplaudert, im Freibad in Erinnerung, und gesagt, das passt gut zusammen. Weil Benedikt sagt uns immer etwas und den Florian kennen wir auch, das ist der Schutzpatron von der Feuerwehr. Also wenn das nicht ein Zeichen ist, dass der Florian und der Benedikt beim Bürgermeister so zu Hause ist, dann weiß ich es nicht. Also in diesem Sinne, freuen wir uns schon auf diesen Jugendaustausch. Und wo geht's weiter? Wir haben das zuerst schon gesagt, wir wollen wirklich diese Partnerschaft ausbauen, nicht nur alle 5 Jahre. Da werden wir sie noch austauschen, diese Freundschaft weiterhin stärken und intensivieren, das rausbringen. Aber ich möchte noch anknüpfen auf das, was die Dorina gesagt hat. Ich glaube, wir sehen gerade jetzt, in welchen unsicheren Zeiten wir sind und diesen Zusammenhalt, den es auf europäischem Boden braucht. Und diese 40 Jahre, möchte ich schon sagen, ist sicherlich ein Vorzeigebeispiel in Europa, wie Partnerschaft über Ländergrenzen hinweg funktionieren kann. Und das ist wichtiger denn je und das zeigt es uns jetzt jeden Tag. Wir haben heute vorher schon gesprochen von diesen Ukrainen-Geflüchteten, die uns besucht haben im Frühjahr, die auf einmal da stehen mit einem Koffer oder mit einem Sackel. Wir haben es nicht mitgehabt und das zeigt uns, dieser Zusammenhalt ist enorm wichtig. Und das wünsche ich mir für die nächsten Jahre, dass dieser Zusammenhalt zwischen unseren Städten, zwischen Österreich und Deutschland einfach weiter bestehen bleibt. So, möchte ich sagen? Ja, ich darf das noch ergänzen, diese Partnerschaft lebendig halten. Ich denke, wir haben heuer in diesem Jahr der Partnerschaften nach dieser Corona-Zwangspause einen neuen Impuls auch geben können, diese Partnerschaft in die Breite zu tragen. Es sind ganz viele unterschiedliche Vereine in diesem Jahr aktiv geworden, haben sich gegenseitig eingeladen im sportlichen, im kulturellen Bereich, bei den Rettungskräften. Und ich denke, das ist ein ganz konkretes Projekt, dass wir diesen aktiven Austausch zwischen den Vereinen weiter befördern, auch indem wir finanziell diesen Austausch als Kommunen unterstützen, so wie wir das tun. Dann sehe ich auch ganz konkret beim Austausch von Ideen ein Zukunftsprojekt für unsere Partnerschaft. Ich denke, egal ob in Deutschland oder in Österreich, bei uns an der Altmühl oder an der Donau, wir sind mit Zukunftsfragen konfrontiert, wo der gemeinsame Austausch auch ein guter Impuls sein kann, gemeinsam nach Ideen zu suchen, sei es bei der Frage des Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit oder auch in der Frage der Energiesicherheit. Ich denke, in diesem Voneinander lernen zu schauen, ja, wie löst ihr die Probleme, wie geht ihr das an, auch da kann Partnerschaft eine ganz wertvolle Säule sein. Und das Dritte, das will ich auf keinen Fall vergessen zu sagen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir regelmäßig miteinander feiern. Und deswegen ist es ganz wunderbar, dass wir heute bei diesem Höfefest sein können, denn
was ist das Bessere als Freundschaft zu leben, als miteinander zu feiern, die Gläser zu erheben und sich gut gehen lassen. Und ich denke, es werden an dieses Höfefest sich noch viele Feiern anschließen, hier in Melk, aber auch bei uns in Melk. Ja, aber zunächst möchte ich mich mal sehr herzlich bedanken bei den Vorrednern, bei den Kollegen, Altbürgermeistern, und wir haben ein kleines Geschenk vorbereitet für euch. Danke, dass ihr heute zu Gast wart und dass ihr mit Interviews und aus der Geschichte ein bisschen geplaudert habt. Wir dürfen euch ein kleines Geschenk überreichen. So, und dann haben wir auch eine Auszeichnung. Wir haben heute schon viel davon gesprochen, dass unsere Vereine immer wieder im Austausch waren, dass wir Vereinswettkämpfe hatten. Und wir würden jetzt einfach alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die vom März, also nach dem Skirennen bis heute, irgendwo in einer sportlichen Disziplin mit dabei waren, egal ob bei den Schützen, bei der Sportunion, beim Fußball, alles was wir so gemacht haben, würden wir alle Teilnehmer der sportlichen Aktivitäten bitte vor die Bühne bitten, und da dürfen wir eine Medaille überreichen. Danke für die Teilnahme. Danke für die Teilnahme. So, ein herzliches Dankeschön an euch. Ja, und hoffentlich sehen wir noch viele sportliche Wettkämpfe hier von der Schützenverein Neunstetten, der Schützenverein Leibebach-Heuberg, die Schützengruppe Elbersroth und der Schützenverein Rauenzell. Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Melkern, Freunden beim Schützenverein Melk bedanken für den wunderschönen Tag, den wir heute genießen durften. Wir waren heute zu Gast auf der Schießanlage, auf der schmucken und hübschen Schießanlage der Melker Schützen im Rosenfeld, haben da Tontauben geschossen auf die Ehrenscheiben auf der 100-Meter-Bahn und wurden vorzüglich versorgt von vielen fleißigen Händen. Da ein ganz, ganz herzliches Vergelt's Gott an die Mölke! Schaut mal zu mir her schauen. Und als Gastgeschenk haben wir auch eine Ehrenscheibe mitgebracht, die wir heute herausgeschossen haben. Auf diese Ehrenscheibe sind die 5 Wappen der Schützenvereine verewigt. In der Mitte das die Zielscheibe und außen herum die Vereinswappen der 5 Vereine. Ich hoffe, dass diese Scheibe einen Ehrenplatz im Schützenhaus in Melk bekommt. Herzlichen Dank nochmal. Der Partnerschaft Melk, Herr Riedl. Eine Liebesgeschichte aus der Feder von Brigitte Trost. Es war einmal ein Hase, der lebte ganz zufrieden in Herr Riedl. Doch er war einsam und allein. Das wollte er nicht mehr sein. Er verließ sich ganz auf seiner Pfotenkraft und begab sich nun auf Wanderschaft. Er begegnete dem Igel, dem Wolf und dem Kamel. Die passten nicht zu ihm, ganz generell. Er überquerte Berg und Tal und war mit einem Mal in einem Städtchen, Melk mit Namen. Und er hörte sie singen, die Herren und die Damen, und sah Kinder beim Tanz, die Feuerwehr in ihrem Glanz, die Musikkapelle beim Spiel und einen Löwen. Da war er am Ziel. Es machte Klick, es war Liebe auf den ersten Blick.
Löwe und Hase, ein glückliches Paar. Und das seit nunmehr 40 Jahren. Mögen sie ihre Freundschaft weiter pflegen und Gemeinsamkeiten hegen, offene Herzen sich bewahren für die Zukunft, auch in 40 Jahren. Dankeschön, meine Damen und Herren. Ich darf jetzt an heraufbitten von den Herr Rieder Stadtsoldaten. Kommst du zu mir auf die Bühne herauf, damit es wirklich auch jeder sieht. Und jetzt schaut einmal richtig verdattert. Wie heißt du? Willi Rodenberger. Willi, walte deines Amtes. Okay, wir werden also jetzt diesen Hut, der ist vor 14 Tagen entstanden in Neuenstetten, der Bürgermeisterin übergeben und die wird den Hut dem Patrick Strobel aufsetzen. Als Ehrenstadtsoldat. Da ich den Patrick Strobel auch schon 20 Jahre kenne, ist es mir auch eine persönliche Ehre. Und jetzt wird er nur ein bisschen größer, als was er schon ist. Jawohl, jetzt ist er selbst überrascht und das freut mich. Den Patrick kann man normal überhaupt nicht überraschen, aber jetzt ist er wirklich überrascht. Also herzlichen Dank, Ehrenstadtsoldat zu sein von der Stadt Herrieden, das ist ja wirklich eine besondere Freude. Also ich kann euch versprechen, Sonntagsnachmittag habe ich nur ein bisschen Zeit in meinem Kalender in der Woche. Da könnt ihr mir mal den Dienst stellen vom Stadtsoldaten, sehr gerne. Ja? Also herzlichen Dank für diese Auszeichnung. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir haben uns natürlich auch was einfallen lassen als Präsent und als Geschenk, das wir euch mitgeben wollen, als Erinnerung an den heutigen Tag. Es gibt ja einen Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen mitten im Höfe- und Platzlfest auch den Festakt machen. Deshalb, weil wir den Menschen aus Melk und aus der Umgebung diese Partnerschaft zeigen wollen und signalisieren wollen. Und deshalb haben wir als kleine Erinnerung euch ein Bild von einer Melker Künstlerin gestalten lassen, das wir euch mitgeben wollen, wo nicht nur unser Wahrzeichen, der Stift Melk natürlich drauf ist, sondern auch Häuser aus der Innenstadt, denn Stadt und Stift, das ist das, was Melk ausmacht und das ist das, was Melk in Wahrheit ist. Und daher, Dankeschön für euer Kommen, danke für das gemeinsame Feiern und auf weitere viele, viele Jahre Partnerschaft. Ja, da sieht man, über 40 Jahre kriegt man ein Verständnis füreinander und weiß, wie der andere tickt, als hätten wir uns abgesprochen, aber wir haben es nicht. Haben wir auch ein Bild für euch dabei. Vielen Dank. Es freut mich deswegen so sehr, weil du bei deiner Erläuterung zu dem Bild von den Menschen gesprochen hast, auf dies ja ankommt bei einer lebendigen Partnerschaft. Und ich freue mich sehr, dass unser Rieder Künstler aus Hohenberg, der Martin Kist, der auch heute hier ist. Martin, darf ich dich mit der Volle bitte auf die Bühne? Kommst du zu uns? Dass der Martin Kist zwei Wahrzeichen unserer beiden Städte in dem Bild zusammengefügt hat und eben neben den Gebäuden auch die Menschen hier beim Höferl- und Platzerlfest, die gemeinsam sich begegnen, miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen, Freundschaften knüpfen. Unser Geschenk an euch. Ich bedanke mich von Herzen für euers und ich denke, wir werden beide einen ganz würdigen Platz in unseren Rathäusern finden. Vielen herzlichen Dank. So, bevor wir zum Abschluss kommen, würde ich jetzt bitten, alle amtierenden Stadt- und Gemeinderäte von Melk und alle amtierenden Stadträte aus Herrieden zu uns auf die Bühne zu kommen. In diesem Sinne ein großes Dankeschön für eure Tätigkeit. Ja.
Ja, komm, schon mit Zeit, muss schon. Die Frau Herzog, wenn sie noch da ist. Anna. Ist sie noch da, ja. Weil hinter jedem starken Mann, habe ich immer gehört, so einen Spruch, steht eine starke Frau, oder hinter erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Daher dürfen wir hier Blumen überreichen an die Frau Herzog. Bitte auch aufs Bild. Und jetzt würde ich noch ersuchen, Bürgermeister außer Dienst Helmut Sommer zu uns zu kommen, Bürgermeister außer Dienst Thomas Wiedrich zu uns zu kommen, Bürgermeister außer Dienst Werner Herzog. Danke für die vielen Begegnungen in diesem Jahr. Am 11. September, 11. September im Zuge der 160+1 Feier vom Singverein Melk werden wir hier an dieser Stelle gemeinsam unsere Urkunde 40 Jahre weiter besiegeln. Denn am 11. September vor 40 Jahren hat es der Werner Herzog und der Josef Böck gemacht. Und wir haben gesagt, das wollen wir auch. In diesem Sinne ein großes Dankeschön allen Besucherinnen und Besuchern aus Herrieden. 170 an der Zahl heute schon mittlerweile. Danke den Melkerinnen und Melkern, danke der Wirtschaft für die Unterstützung. Kommt gut nach Hause und feiern wir noch brav. Bis morgen Mittag, weil dann habt ihr wieder die Heimreise. Darf dir jetzt auch noch die Schlussworte geben. Ja, mir bleibt nur ein ganz riesengroßes und herzliches Dankeschön im Namen aller Herriederinnen und Herrieder, die heute mit dabei sind, aber auch die, die jetzt zum Teil kurzfristig verhindert sind. Unsere Grüße, unsere besten Wünsche an unsere Partnerstadt Melk an der Donau. Auch viele gute weitere Jahre der Partnerschaft von Herzen, das wünsche ich uns. Vielen Dank.